Bis sie am Ende so aussehen, dauert es mehr als eine Stunde und hat all die großen und kleinen Monster ganz schön angestrengt. Vierter Little Monster Run in Kolbitz und diesmal haben sich noch mehr Kinder angemeldet. Das sind Mini-Monster. 4 bis 6 Jahre alt beim Aufwärmen, denn gleich geht es auf die Strecke von etwa 1200 Metern mit einer ganzen Reihe von Hindernissen, die nicht nur Kraft, sondern auch Mut und Überwindung brauchen. Der Spaß dabei ist, obwohl Vati und Mutti mitlaufen und mit Argusaugen aufpassen, darf man sich, ohne dass gemeckert wird, mal so richtig dreckig machen. Seit 4 Jahren organisieren die Freunde des Sportclubs Monsterhöhle Kolbitz diesen Hindernislauf für Kinder, um Lust zu machen auf sportliche Betätigung, die das Selbstvertrauen stärkt und die Kameradschaft in den Gruppen fördern soll. Denn es wird einfacher, die Hindernisse zu bezwingen, wenn man sich gegenseitig hilft. Hilfe bedeutet aber auch, dass begleitende Eltern im Notfall selber mit zufassen unterstützen. Und was das bedeutet, sehen Sie dann hier. Das sind dann schon Maxi-Monster, das ist die Altersklasse 7 bis 17 Jahre und hier ist die Strecke mit 6 Kilometern dann schon deutlich länger. Auch hier gilt das Prinzip gegenseitige Hilfe und trotz der Anstrengung beim Laufen über die Strecke haben die Jungen und Mädchen hier sichtlich ihren Spaß. Während die Kinder und ihre Betreuer auf der Strecke sind, herrscht rund um Start und Ziel Volksfeststimmung. Auch das gehört mit zum Organisationsaufwand, denn für die über 50 Helfer und Unterstützer gibt es Verpflegung. Daneben wird hier Kaffee und Kuchen angeboten und an den Ständen neben dem Reitplatz, denn das Gelände gehört dem Pferdesportverein Kolbitz, gibt es Leckeres zu essen und allerlei, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber zurück zur Strecke, denn wenn man hier im künstlichen Regen die Kletterwand hochsteigt, hat man es schon fast geschafft. Man darf eben keine Angst haben vor kaltem Wasser und aufgeweichter Erde, denn durch dieses Hindernis kann man einfach nicht sauber kriechen. Am Ende geht es durch die Schaumdusche. Auch das kostet Überwindung, aber dann hat man es geschafft und bekommt im Ziel die begehrte Medaille, die einen als Monstersportler auszeichnet. Wenn alle Teams zurück im Ziel sind, dann kommt noch ein großer Spaß, denn dann starten die Organisatoren und Helfer zu ihrem Lauf, um zu beweisen, dass auch sie es schaffen können. 4, 3, 2, 1. Also bis zum nächsten Jahr an gleicher Stelle. Ihr könnt ja schon mal anfangen zu trainieren.